Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars Empire at War Force of Corruption mit dem Zen-Konsortium. Das eigentlich doch überhaupt keiner mag. Du sollst zu meinen Bodenstreitkräften teilbar. Da hoffe ich mal, dass der noch irgendwann irgendwas kann. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Und hier. Ja, okay, Sumpfgleiter können wir noch gar nicht rekrutieren. Kacke. Rekrutiere Soldaten. Meint, brauche ich eine Flotte? Du hast das Todesstern, bringt teilweise mehr Flotte nach weit. Kann ich nur sagen. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Einheit wird hergestellt. Kann ich dazu nicht sagen. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Interceptor 4 meldet sich wie befohlen. Blob. Sind unterwegs. Unterwegs zu neuen Koordinaten. Sollte ich ein Tentive-Patrouillen-Fregatte bauen? Ich weiß es nicht. Das ist ja so unkonsortiumisch. Nee, bauen wir hier lieber Interceptoren. Sind teurer. Fahrzeug wird produziert. Das sollte jetzt aber hoffentlich reichen. Interceptor 4 meldet sich wie befohlen. Dann speichern wir einfach mal. Speichern. Wieso habe ich so ein Speicher, so ein Dings? Zap Mod Finch. Finch? Wer ist ein Finch? Speichern. Okay, weiterspielen. Kennt einer von euch einen Finch? Jetzt habe ich nicht so genug Geld dafür. Wie viel ist ein. Alter, das ist doch teuer! Verstehe. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Das wird interessant. Okay, gut. Hallöchen. Das ist ein Konsortium. Was habe ich denn noch dabei? Transporter bereit. Wo sollen wir hin? Ja. Ich weiß echt nicht, was ich noch dabei habe. Ich werde da sein. Ich sag nicht, dass ich Infanterie damit genommen habe. Ich hätte ein paar Jäger bauen sollen. Waffensysteme komplett aktiviert. Dort entlang. Bleibt Information. Hier lang. Na dann los. Bleibt hinter mir. Ihr gebt mir Deckung. Ja. Wir sind bereit. Rücken vor auf eure Position. Waffen aktiviert. Bestätige. Vorrücken. Zen-Konsortium. Waffen geladen. Der Gegner nähert sich. Bomber. Sensoren aktiv. Ihr kommt alle mit mir. Bereit zum Einsatz. In Ordnung. Ich möchte erstmal, dass die Bomber die Station vorbereiten. Schon recht lustig. Die Bomber sollen das da vorbereiten. Hilfe! Was ist das denn? Lasst sie unseren Zorn spüren. Setzen Kurs auf diese Koordinaten. Ich bin getroffen. Los, vernichten. Okay, das ist gerade nicht sehr gut. Wir ziehen uns zurück. Rückzug. Teilbar sollte nicht sterben. Ja, wir sind weg. Das war ein wunderschöner Fehlschlag. Ja, ich kann die Stärke meiner Einheit noch nicht einschätzen. Geil. Jetzt kann ich alles nochmal warten. So. Bisschen warten. Kann ich eigentlich jetzt. Wie war das mit Technologien kaufen? Das war doch auf einem Schwarzmarkt. Ich habe gar keinen Schwarzmarkt. Camino? Schwarzmarkt! Ich brauche dazu aber noch eine Piraterie. Kann ich hier eine Piraterie etablieren? Ja, aber nee, dazu bräuchte ich IG-88, den habe ich noch nicht. Aber den haben wir einfach nur so korrumpiert. Ohne besonderen Effekt. Toll. Ich will nämlich hier einen Schwarzmarkt haben. Einen Schwarzmarkt. Woher habe ich auf einmal das Geld? Ich habe nur mal kurz nicht aufgebracht und schon scheffelt der hier Geld, Fahrzeug oder was? Fahrzeug wird produziert. Skipray meldet sich wie befohlen. Einheit wird produziert. Skipray meldet sich wie befohlen. Starbiter-Geschwader meldet sich wie befohlen. Hmm. Skipray meldet sich wie befohlen.
Brauchst du zwei Verderber oder wie? Nee, möchte ich gar nicht hin. Ich bräuchte zweimal einschüchtern. Hier, nee, für die organisierte Kriminalität. Bäh. Was habe ich da? Oh, ich habe ernsthaft zwei davon dabei. Ich habe anscheinend zu viel gebaut. Du gehst mal wieder weg. Fahrzeug wird produziert. Und schon bin ich dann wieder voll. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Wir bewegen uns zu diesem Sektor. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Auf dem Weg. Komm, bauen wir nochmal eine Raumstation dafür. Jetzt warten wir nochmal auf Geld. Und dann geht's nochmal zum Schlund. Ja, so, jetzt muss das aber klappen. So. Wählt eure Verstärkung. Fregatte in Bereitschaft. Habe ich sogar keinen unnötigen Scheiß dabei. Verstehe. Befehle empfangen und verstanden. Wir empfangen euch. Sind unterwegs. In Ordnung. Wunderschön. Skip Race nach vorne. Ihr seid zwar jetzt nicht sehr viel schneller als die Interzeptoren, aber. Ja. Bereit. Angriff. Alle Feinde. Ja, ja, vernichten kannst du teilweise besonders schlecht. Das wissen wir alle. Na endlich. Da ist so ein Mon Calamari, weil das besser. Ja! Nein! Böse! Los, irgendwas schafft ihr bestimmt. Okay, gut. So, lass den kaputt machen. Warum sind hier eigentlich so viele Asteroiden davon? Und ihr macht mal bitte. Ja, ist mir eigentlich wurscht. Vielleicht Schild. Ihr kümmert euch darum. Hilfe! Verdammt, ey! Verdammt! Verdammt! Skipway! Skipways! Mann, diese begrenzten Mittel, das ist grauenhaft. So. So viele Ziele, so eure Verstärkung. Noch eine davon. Ich werde angegriffen. Ja, du wirst angegriffen. Das ist uns allen klar und das ist uns auch allen egal. Danke, dass wir das Imperium. Alter, nein! Tiber stirbt. Cool. Wiedersehen, Tiber. Du warst eh nicht würdig, von mir kommandiert zu werden. Der Großteil meines Skibers ist tot. Nee, das Skibers, den geht's noch hauptsächlich gut. Ja, diese bisschen Ionenkanone, was der noch hat. Du kümmerst dich um das Ding. Du kümmerst dich um den da. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich hier angegriffen werden. Ach, und die Scheiße noch steht und mir dann meine frisch spawnenden Jäger kaputt geschossen werden. Was habe ich eigentlich vor angegriffen? Egal was war, es war recht ineffizient. Also das. Es war richtig ineffizient, das zu zerstören. Ob das Objekt ineffizient war, kann ich nicht sagen. Und dazu sind mir die technischen Details nicht bekannt genug. Oh Gott, da hat der wirklich über was gebaut. So, das Ding ist kaputt. Mach doch das bitte kaputt. Star Viper, ne? Was hab ich eben gesagt? Skip, na, meine Skip-Race sind alle tot, so. Wohin und mit was? Das werde ich gerne nochmal wissen. Wenn du mir das behaupten kannst, könnte gern fliehen. System erobert. Ich glaube, ich muss das aber mit Tiber machen, ne? Ja, bring Tiber sein dahin. Das ist eine Tisch-2-Station, kann ich nicht angreifen.
Was haben wir denn da? Organisierte Kriminalität. Konstruktion abgeschlossen. Klar. Ja, es ist jetzt wunderschön. Wird gebaut. Weil ich eine wunderbar große Flotte habe, die mir nichts bringt. Ich könnte noch ein paar Verderber bauen. Konstruktion. Machen wir mal ein bisschen schneller. Einheit wird. Ja, Skip Race. Es gab einen Star Viper. Ne. Das ist alles Kacke. Alles E-Drecks-Einheit. Braucht keiner. Fahrzeug wird produziert. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Einheit wird hergestellt. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Brauche ich ein paar mehr. Immer noch, was ist die Zahl da oben rechts? Ist das wirklich die. Ist das die Anzahl, wie viel man braucht für Bevölkerung, Kapazität der Bevölkerung? Oder ist das die Kampfstärke errechnet? Ich habe keine Ahnung. Was hast du denn da? Eins. Ist Tyler wieder da, das braucht er eh noch ein bisschen. Fahrzeug so. Wird produziert. Können wir eigentlich gleich mal nachgucken. Interceptor 4 meldet sich wie befohlen. Ja, Interceptor 4, wie viel kostet du eigentlich dahin zu bringen? 200. Wir sind unterwegs. Eins. Ich glaube, das ist der Cap. Einheit wird. Sieht mir verdächtig nach Cap aus. Skip Ray meldet sich wie befohlen. So, jetzt warten wir noch auf Talbot und dann greifen wir an. Talbot. Lass mich nicht warten. Wir haben auf dich gewartet, wenn ich bitten darf. Ich warte noch auf den Tag, dann können wir die nächste Raumstation hier bauen. Wunderschön. Aufbau beginnt. Ja, wen? Bestätige eure Übertragung. Geil, noch nicht mal die Frage. Wir haben den äußeren Bereich gescannt. Keine Anzeichen von gegnerischen Flottenbewegungen. Das habe ich erwartet. Ich will eine gründliche Durchsuchung dieses Schuttfeldes. Nehmt alles mit, was von Wert ist. Aber schnell. Noch einen letzten Durchgang. Es muss hier etwas Wertvolles geben. Das sieht nach anfliegenden Rebellenschiffen aus. Identifiziert euch. Übermittelt sofort eure Codes. Macht die Rakete scharf. Rebellen auf. Wir brauchen mehr Zeit. Kommt her und helft mir. Tja, das würde ich mal sagen, das ging leicht nach hinten los. Was? Ah, ja, bitte kaputt machen. Ah, mach das Schiff kaputt. Mach das Schiff. Könnte eine Notfalldatenkapsel des Todessterns sein. Werft sie! Wo? Werde gleich da sein. Wo? Da! Da! Hilfe! Los! Bergen! Bergen, ihr Trottel! Wir sind hier. Wir sind unterwegs. Befehl bestätigt. Ich hab noch zwei Interceptoren. Muss ich das mit Tyler machen? Bewegen uns zu diesem Sektor. Nur sinnloses Geschwafel irgendwelcher Gouverneure. Sucht eine andere. Sensoren aktiv. Achso, jetzt wenn man selber spielt, auf einmal findet man was. Nicht meine Zeit. Das nenne ich doch mal Überreste. Also wir haben doch hier irgendwo. Wir halten im Anflug. Haltet die Position. Wir brauchen mehr Zeit für die Reparaturen. Wie amüsant. Imperiale Schiffe, die ihre Wunden lecken. Ob das wohl so in die große Vision des Imperators passt? Da ist der Kopf. Willkommen an Bord, meine Herren. An die nicht identifizierten Schiffe. Ihr dringt unbefugt in einen Raumsektor der Allianz ein. Ergebt euch sofort und lasst unser Enterkommando an Bord. Eine Kapitulation kommt nicht in Frage. Sollen unsere Gegner sich gegenseitig bekämpfen? Konzentriert euch auf die Datenkapsel. Okay, ich flieg da mal weiter. Ihr solltet euch da lieber sicher sein. Ich kann die Tente-Fregatten eh nicht angreifen. Ach, das sind jetzt meine. Hab ich irgendwie was verpasst? Ich glaube, die haben kapituliert. Oh, keine Ahnung, irgendwas habe ich verpasst.
Die Datenkapseln sind da, da und da müsste noch eine sein. Seid wachsam. Verstehst du? Oh, schaut nur, die Rebellen setzen Abwehrsatelliten ein. Lasst euch durch ihr Spielzeug nicht von unserer Operation ablenken. Ich? Hatte ich fest vor. Dort entlang. Bleibt Information. Hier lang. Bitte Anweisung wiederholen. Noch eine Datenkapsel. Sind bereit. Ah, die sind in den Ecken. Das kann ich euch direkt sagen. Also, guck doch mal, ich hole mir noch eine Fregatte. Erwarte Befehle. Ich glaube, ich habe ein paar Jäger verloren. Bitte Bewegungsbefehl wiederholen. Erwarten euren Angriffsbefehl. Moment mal. In dieser hier geht es um ein neues Kriegsschiff. Ich habe noch nie einen so ehrgeizigen Entwurf gesehen. Mal abgesehen vom Todesstern. Es wird offenbar in den Werften von Kuat gebaut. Interessant. Sammeln wir doch noch ein paar Datenkapseln auf. Interessant. Na dann los. Bleibt hinter mir. Ihr gebt mir Deckung. Da ist noch eine Datenkapsel. Ihr kommt alle mit mir. Schlagen wir zu. Warum schweige ich gerade? Meine Theorie, sie wurde zerschlagen. Hier, ich dachte, die müsste immer hier sein. Das heißt, die letzte müsste eigentlich hier irgendwo im Bereich sein. Waffensysteme komplett aktiviert. Wir sind damit du einmal über die gesamte Map fliegst und dir diese wunderschöne. Haltet Ausschau nach weiteren Kapseln. Was wollte ich sagen? Ach genau, ja, in den Ecken platziert, damit man sich diese wunderschöne Karte so anschauen kann. Und naja, das schreckt halt ein bisschen die Spielzeit. Aber sonst hätte man auch halt nicht so viel Karte designt, ne? Der Todesstern sieht lustig aus. Der kaputte. Wo ist eigentlich Yavin? Das ist nicht Yavin. Yavin ist der Mond und der um das Ding hier kreist. Eigentlich müsste der. Moment, der guckt in die Richtung. Müsste hier irgendwo sein. In die Richtung. Aber wir wissen ja nicht. Das hier ist nicht euer Kampf. Verschwindet oder wir packen euch zu dem anderen schon. Schüttelt diese Insekten ab. Überlasst sie den Rebellen. Sie greifen mich aber an. Flieg weiter. Wiedersehen. Wo ist unsere Eskorte? Hier ist Gibray Sturmschiff. Bereit. Danke. Ich glaube, meine Flotte ist zu fett dafür. Eigentlich müsste die Rebellenallianz aber ein mächtiger sein als das Konsortium. Meine Zeit. Ihr könnt nicht entkommen. Achtet auf das Kreuzfeuer. Zu langsam, Zen. Wenn ihr das Ding haben wollt, dann müsst ihr dafür bezahlen. Was für eine Unverschämtheit. Die haben unsere Datenkapsel. Lasst das Schiff nicht entkommen. Da fliegt eine riesige imperiale Flotte direkt auf uns zu. Ups. Das dürfte dann die unvermeidliche imperiale Flotte sein. Na, da meldet sie sich ja schon. An alle überlebenden imperialen Truppen. Neu formieren und die Blockade verstärken. Alle verbliebenen Feindschiffe sind zu eliminieren. Hier kommt keiner lebend raus. Wir haben keine Chance gegen diesen Zerstörer. Wir verlassen das System. Macht euch bereit. Der Pirat hat die Datenkapsel abgeworfen. Sammelt sie sofort auf. Befehle empfangen und verstanden. Bewegungsbefehl. Wieso fliegen jetzt eigentlich alle auf mich zu? Unterwegs zu diesen Koordinaten. Die Rebellen sollten sich eigentlich mehr um den Sternzerstörer kümmern. Bin weg. Ich hab's. Das reicht. Wir haben, weswegen wir hergekommen sind. Vorbereiten auf Hyperraumsprung. Wiedersehen. Ich sagte, Wiedersehen. Danke. Nun schaut euch das bloß mal an. Ich liebe es, wenn ich recht habe. Was habt ihr gefunden? Ich habe die aufgezeichneten Unterlagen des Imperators ausgewertet und ich glaube, diese Tresore sind äußerst real. Außerdem sind technische Pläne für neue Schiffe darunter und vor allem Terminpläne für das neue Flaggschiff des Imperators, das über Kuat gebaut wird. Das muss das größte Schiff der imperialen Flotte sein. Das ist es auch. Aber diesen Unterlagen zufolge hat es der Imperator in letzter Zeit des Öfteren besucht. Und wenn er dort war, muss es dort auch einen Zugang zu seinen privaten Dateien geben. Die Positionen der Tresore sind dort gespeichert? Ja.
Und mit den Reichtümern aus diesen Tresoren kann ich ein Verbrecherimperium errichten, gegen das die Black Sun aussehen wie eine Bande von Kneipenschlägern. Wir müssten das Schiff infiltrieren und uns dann Zugang zu den Privatdateien des Imperators verschaffen. Das wird nicht leicht. Details, Uri. Kleinigkeiten. Solange das Schiff da ist, finden wir auch einen Weg an Bord und zu den Daten, die wir wollen. Aber ich starte keinen Überfall auf Kuat, solange ich nicht sicher weiß, dass das Schiff da ist, wo es sein soll. Das müssen wir irgendwie überprüfen. Auf dem Schwarzmarkt von Kuat könnte es diese Information geben. Ich wollte auf Kuat sowieso ein paar neue Spielzeuge für unsere Soldaten besorgen. Jabba ist mir zu still in letzter Zeit. Er wird uns bald wieder einen Besuch abstatten. Und dann möchte ich lieber ein paar Überraschungen für ihn bereit haben. Einsatzlogbuch aktualisiert. Quad, eigentlich müssten wir das Ding eh nochmal erobern. Gibt's da irgendwelche Formen des Widerstandes? Unterwegs. Kann man ja mal kurz nachgucken. Weil eigentlich ist das Ding ja leer. Kamino angreifen können wir nicht, dazu sind wir zu schwach. Invasion automatisch. Ha, guck doch mal. Kontrolle über das System erreicht. Da kreist eine imperiale Flotte. Ist ja lustig. Wird gebaut. Und zack, machen wir noch mehr Geld. Was für eine imperiale Flotte. Ja, ohne deren Raumstation sind ja eigentlich ein relativ leichtes Schnäppchen. Könnte ich mal... Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Kann man ja noch schnell in Erfolg bringen. Hallo. Ihr kreist über einer Welt des Zen-Konsortiums. Wir empfangen euch. Wir möchten euch kaputt machen. Wir nähern uns einer gegnerischen Befestigung. Wir müssen sie ausschalten, bevor wir den Planeten befreien können. Wieso befreien? Von wem denn befreien? Von freien Menschen. Gegnerische Einheiten gesichtet. Oh nee. Erwarte Befehle. Hier, auf das Ding. Hier, auf die da. Aber ihr eigentlich auf den da. Das wäre so eine echt praktische Sache. Ah, wieso überladen die eigentlich immer ihre Systeme? Da verrecken die doch direkt. Verstehe ich nie. So, das mache ich immer gern, wenn schon die Schildgeneratoren, also wenn die Schilde zerstört sind oder halt leer. Sie haben ihr Todesurteil unterschrieben. Was für einen Zorn, du bist dauerzornig. Das ist bei dir Standardzustand. Los, komm. Gib ihm den Rest. Ihr solltet euch da lieber sicher sein. Vernichtet alle Feinde. Bin an ihnen dran. Sie ziehen sich zurück. Was? Schlag zu. Das dürfen sie nicht. Rückzug abgebrochen. Waffensysteme komplett aktiviert. So. Das ist unsere Chance. Ja, jetzt muss ich schnell machen. Sonst wäre es langsam. Langweilig. Ich werde mich um sie kümmern. So. Kaputt. Danke. Das da auch. Nein, das da. Vielen Dank. Wow, wir haben Geld gemacht. Jetzt kann ich auch eine Weltraumbasis bauen. Beim Schlund aber nicht. So, das heißt einfach mal für uns hier. Ich bin fertig mit der Welt. Und allem, was ich auch mir noch entgegen werft. Ne? Deshalb sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Das nenne ich aber stark befestigt. Da möchte man eindeutig, dass wir das nicht schaffen. Hier könnte ich das vielleicht. Konstruktion abgeschlossen. Den könnte ich vielleicht erobern. Aber auch nur vielleicht. Das steht nicht eigentlich so auf dem Boden. Okay, eine Kaserne. Vielleicht mit einem Bodenüberfall. Moment mal, UI. Du bist doch so toll. Das sollte genügen. Vielleicht kann er's. Vielleicht kann er's nicht. Gebäude wird errichtet. Automatisch? Schade. Teilbar, kannst du das? Wir möchten ja meinem Zukunfts-Ich schöne Wartezeit aufbrummen. Was haben wir denn noch hier so? Invasion. Automatisch. Beginnt. Verloren? Das ist doch jetzt leer. Komm. Verstehe. Sei ein braves
Treiber. Konstruktion abgeschlossen. Automatisch. Ja, vielen Dank. Kontrolle über den Planeten erreicht. Ja, dann muss ich da auch weniger zahlen. Aufbau so. Beginnt. Sollen wir eigentlich noch den Rest hier kaputt schlagen? Könnten wir machen. Könnt's aber auch lassen. Das mache ich einfach in der nächsten Folge, weil damit ich ja noch was zu tun habe, ne? Zwinker, zwinker. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.